Robert benutzt dich, um mir zu schaden. Du kannst mich nicht mehr verunsichern. Das muss ich auch nicht. Das kommt von ganz allein. Spar dir deine Arroganz. Diesmal bist du eindeutig zu weit gegangen. Wie wär's, wenn ihr nicht auf dem Standesamt, sondern an einem geheimen Ort heiratet? Ja. Ich will dich näher kennenlernen. Näher kennenlernen? Ja, näher kennenlernen, wenn du Lust hast. Ja, hab ich. Was kann ich für Sie tun? Wir suchen einen Ihrer Pagen. Aha. Und warum? Hat er was angestellt? Nein, wir suchen ihn als Zeugen. Es geht um eine verdächtige Afrikanerin. Sie ist bei der Festnahme geflüchtet. Ich wollte nur sagen, das ist mir leid für dich. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich verstehe. Sie wollen also am 24. schon anreisen. Herr Laubmann, Entschuldigung, dürfte ich Sie an eine Kollegin weitergeben? Die macht das alles für Sie. Selbstverständlich. Dankeschön. Ja, Herr Laubmann. Entschuldigung, die Herren. Ja. Es war ein Stammgast. Also Sie wollten was? Sie wollten mit unserem Pagen reden. Also da wäre es vielleicht am besten, wenn Sie mit unserem Chefpagen gleich reden würden. Der ist nur momentan gerade unterwegs. Aber sobald er zurückkommt, sage ich ihm, er soll sich bei Ihnen. Okay, wenn er zurückkommt, soll er sofort bei uns vorbeischauen. Sage ich ihm, ja? Wenn ich Sie noch rausbringen darf. Wie? Wollen Sie jetzt doch am 25.? Herr Laubmann. Ist das sicher? Alles klar, dann notiere ich das. Danke. So ein Umstandshandel, dieser Laubmann. Allerdings. Sag mal, seit wann haben wir einen Chefpagen? Haben wir nicht. Könntest du mich vielleicht 10 Minuten vertreten? Ich muss schnell was erledigen. Alfons, hast du etwa Geheimnisse vor unserer Polizei? Würdest du mir sowas zutrauen? Wer weiß, was für Abgründe in dir schlummern? Ich bin froh, dass du sie nicht kennst. Ich bin gleich wieder da. Okay. Du hast mir so gefehlt, weißt du das? Sollte ich nicht derjenige sein, der Komplimente macht? Bescheidenheit steht dir gar nicht. Na, dir aber auch nicht. Du machst mich wahnsinnig. Schön, dass du das wieder spürst. Ich will, dass es dir gut geht. Sonst nichts? Was meinst du? Naja, vielleicht hat deine Hingabe ja auch ihren Preis. Unterstellst du mir etwa schon wieder Taktik? Dir kann man doch gar nichts vormachen. Das hast du doch schon, meine Liebe. Ach, Werner. Dein Selbstmordversuch. Das war nur ein Manöver, um die Hochzeit zwischen Felix und Miriam zu verhindern. Spielt das noch irgendeine Rolle? Ich muss los. Die Arbeit. Was? Du willst lieber arbeiten, als bei mir zu bleiben? Barbara, du weißt doch. Aber eins musst du mir versprechen. Dass es nicht wieder so lange dauert. Versprochen. Sein. Du verstehst jetzt hoffentlich, warum. Ihre eigene Tochter so zu belügen. Stieftochter. Das macht es auch nicht besser. Naja, es gibt einen kleinen Trost.
Miriam hat Barbara endlich durchschaut und mit ihr gebrochen. Das ganze abscheuliche Manöver nur, um Miriams Hochzeit zu verhindern. Was heißt ihr nur? Sie will Miriams Geld. Schon immer. Sie muss an Verarmungswahn leiden. Das ist auch keine Entschuldigung. Natürlich nicht. Aber hätte ihr Mann sie bedacht, wer weiß, vielleicht wäre alles ganz anders gekommen. Das glaube ich nicht. Barbara von Heidenberg ist unersättlich, vor allem wenn es um Geld geht. Was sie dabei anderen antut, ist ihr völlig egal. Es tut mir leid, Robert. Ich hätte dir so gewünscht, dass du mit Miriam glücklich wirst. Bei der Schwiegermutter. Ach was. Du hättest doch nie auf Miriam wegen Barbara verzichtet. Du liebst sie. Sie will mich nicht mehr. Gibt es denn gar keine Chance mehr? Ich wüsste nicht welche. Die Liebe nimmt oft steinige Wege. Schau mich und deinen Vater an. Wir sind das beste Beispiel. Ja, na ja. Als ich aus Afrika zurückkam, war Werner mit Barbara zusammen. Und jetzt? Seid ihr glücklich? Man darf nie zu schnell aufgeben. Ich will mir keine falschen Hoffnungen mehr machen. Das Leben geht weiter. Ich wünschte, ich könnte die Zeit anhalten. Dann müsstest du jetzt nicht gleich weg. Hast du Angst, dass ich nicht wiederkomme? Muss ich? Du kennst die Antwort. Hast du denn heute viel zu tun? Naja. Das übliche. Verhandlungen, Besprechungen, was so anfällt. Was wird denn jetzt aus deinem Seelentröster? Meinst du Lars? Ja, die Talente des Knaben beschränken sich ja nicht nur aufs Tanzen. Willst du eine ehrliche Antwort? Ja, was denn sonst? Lars war eine Episode, mehr nicht. Er kann dir nicht das Wasser reichen. Ich werde ihn nicht mehr sehen. Ab sofort gibt es nur uns beide. Barbara, wir sind nicht allein auf der Welt. Also, falls du Charlotte meinst, die erfährt nichts, jedenfalls nicht von mir. Wir sehen uns. Schauen wir mal. Ich jetzt bitte gehen? Nix da, wir sind noch nicht fertig. Ich muss aber arbeiten. Erst will ich wissen, warum Sie sich vor der Polizei versteckt haben. Ja, warum? Weil kein Mensch mit der Polizei reden will. Sie doch sicher auch nicht, oder? Hören Sie auf zu versuchen, mich für dumm zu verkaufen. Ich kann Ihnen nicht sagen, Herr Sonnbichler. Gut, dann sag ich Ihnen jetzt einmal was. Die Polizei wollte wegen Samia mit Ihnen reden. Sie ist illegal bei uns, stimmt's? Jetzt hören Sie doch bitte auf. Sie brauchen doch nur Ja oder Nein sagen. Ich kann nicht. Aha, und warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil ich es versprochen habe, deswegen. So. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wem Sie das versprochen haben. Und ich soll diese Heimlichtuerei ausbaden. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, was ist ja jetzt? Gehen Sie mal doch aus dem Weg. Was hast du denn schon wieder angestellt hier? Gar nichts. Ah, schon klar, das willst du natürlich verheimlichen. Hm. Boah, dann ist reicht mir echt für heute. Das macht nicht so spannend. Aus mit der Sprache. Tanja, ein Geheimnis ist dann ein Geheimnis, wenn niemand was erfährt. Ja, und das Schöne ist, ich kann gut schweigen. Du willst auch nicht, dass jeder deine Geheimnisse weiß, oder? Wie kommst du jetzt darauf, dass ich ein Geheimnis habe? Weil ich das genau jetzt an deiner Nasenspitze sehen kann. Nein, das geht gar nicht. Okay, ich pack meins aus und du deins. Nein, mich interessieren deine Geheimnisse überhaupt gar nicht. Dann ist doch alles gut. Stör ich? Du? Ich. Darf ich trotzdem reinkommen? Ja, klar.
Ich bleib auch nicht lange. Du hast sicherlich eine Menge zu tun. Ach, du, das Imperium von Heidenberg macht Heidenarbeit. Hm. Kein Ende in Sicht? Bis ich mich da durchgearbeitet habe, brauche ich noch Tage. Was ist mit unserer Verabredung? Ich wollte dir was wirklich Schönes zeigen. Tut mir leid, vielleicht ein anderes Mal. Okay, schade. Sehr schade. Sag mal, bist du verrückt? Was jetzt? Natürlich habe ich Zeit. Wann und wie viel ich arbeite, entscheide immer noch ich. Okay, dann zieh dich warm an. Du wirst es brauchen. Wieso? Du wirst schon sehen. Liegt schon ein Angebot vor? Sie meinen die Verhandlungen wegen der Weine? Ja. Sind Sie mit Ihrer Verhandlungspartnerin klargekommen oder Ihrem unwiderstehlichen Charme erlegen? Sie sagten ja, die Dame hätte den Teufel im Leib. Ich würde sagen, sie ist nicht so tough, wie sie tut. Ziemlich durchschaubar, das Ganze. Ich habe auch schon ein erstes Angebot. Hier. Wenn Sie mir Handlungsfreiheit lassen, dann kann ich an den Preisen sich noch was machen. Verschwenden Sie nicht unnötig Ihre Energien. Das Angebot ist okay, hat sie aber bereits erledigt. Wie soll ich das verstehen? Die Dame hat bereits andere Partner wie Sie, die besser zahlen. Ihre Mission ist beendet. Sollte nicht lieber ich diese Entscheidung treffen? Man muss Tatsachen akzeptieren. Wenn ich auch Ihr Engagement schätze. Zu viel Ehrgeiz könnte schaden. Sie haben gute Arbeit geleistet. Schönen Tag noch zusammen. Ihnen auch. Was sollte das denn jetzt? Wieso? Ja, haben Sie es nicht bemerkt? Diese freundliche Art, diese Andeutung? Was denn für Andeutung? Die Dame hätte bereits andere Partner im Visier. Was soll das denn? Kann doch sein, dass sie bereits besser zahlende Abnehmer gefunden hat. Wenn da mal nicht der Chef selbst dahinter steckt. Wieso sollte er denn? Gestern beschweren Sie sich, dass er Sie mobbt. Und heute, da sind Sie sauer, weil er Sie lobt. Ja, okay. Wenn Sie ihn auf den Sockel stellen wollen, dann machen Sie das. Ich bin der Vorsichtige. Wie Sie wollen. Aber nehmen Sie es doch nicht so übel, wenn mal jemand nett zu Ihnen ist. Schaffen Sie es nächstes Mal einfach ein bisschen früher zu liefern? Okay, danke. Dankeschön. Hallo. Hi. Wie geht's? Gut. Gut? Du heiratest bald. Entschuldigung, ich hab das nicht so gemeint. Können wir einfach über was anderes reden? Ich hab ein dickes Fell. Wann ist der Termin? Gibt es etwa noch keinen Termin? Miriam, willst du dein Geld in Barbaras Rachen werfen? Robert, können wir einfach über was anderes reden? Wenn wir Freunde wären, dann könnten wir ganz normal darüber reden. Aber wie du willst. Miriam! Bleib doch, wir müssen reden, bitte. Soll ich dir auch noch nachschenken? Danke. Wie geht's denn meinen beiden Engelchen? Hm? Alles okay? Also dem kleinen Engelchen geht's sehr gut. Und dem großen... Geht's nicht so gut? Warum denn? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf diese Geheimnistuerei. Schau mal, das passt doch gar nicht zu Engeln. Die posaunen ihr Glück auch mal gleich raus. Aber wir haben doch gesagt, dass wir noch warten wollen. Hm? Wenn was schief geht. Aber dem Kind geht's gut. Schau, ich war heute Mittag beim Arzt und es ist alles in bester Ordnung. Trotzdem, ich weiß nicht. Ich habe keine Lust, ständig meinen Mund zu halten. Ich weiß, es passt gar nicht zu dir. Nein. Ich meine, Mike, bitte, du musst dir vorstellen, wir bekommen doch ein Baby. Ich könnte platzen vor Glück und stattdessen ersticke ich fast. Bitte nicht. Ja? Außerdem finde ich, man sollte seine Freude mit seinen Freunden teilen. Ich
finde, es ist doch an der Zeit, dass wir es ihnen sagen. Hm? Ja. Kann ich dir denn eine Bitte abschlagen? Habe ich dir schon gesagt, dass ich dich liebe? Heute noch nicht. Ich liebe dich. Es freut mich sehr, Charlottes Lebensretterin endlich persönlich kennenzulernen. Wir haben Ihnen wirklich viel zu verdanken. Ich habe doch nichts Großes getan. Doch, das haben Sie schon. Ohne Sie hätten wir Charlotte nie wiedergesehen. Und wer weiß, ob dann der Fürstenhof noch so wäre, wie er jetzt ist. Ach, Alfons. Ja, ist doch wahr. Allerdings muss ich schon sagen, sie hat mir früher mehr vertraut. Ja, ich weiß, ich hätte dich einweihen müssen. Bitte sei mir nicht mehr böse. Nein, das bin ich ja nicht. Aber ich frage mich, was jetzt wird. Meinen Sie, die Polizei kommt wieder? Ja, garantiert. Ja, aber du hast sie doch weggeschickt. Ja, ich habe mich rausgeredet. Aber die kommen sicher noch mal und haken nach. Also auf keinen Fall darf noch jemand erfahren, dass Samia illegal hier ist. Entschuldige, aber Hildegard bitte auch nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe auch nicht vor, es ihr zu sagen. Ich will sie ja nicht in einen Gewissenskonflikt bringen. Schließlich ist sie jetzt Gemeinderätin. Danke. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, wenn ich das wüsste. Die Polizei darf auf keinen Fall Samia entdecken. Sonst wird sie ausgewiesen. Ja, darum glaube ich, es ist auch das Beste, wenn hier im Hotel niemand was erfährt. Also, das heißt, Sie sollten sicherheitshalber in Ihrem Zimmer bleiben. Ich darf nicht raus? Gar nicht mehr. Das wäre sicher das Vernünftigste, hm? Es ist doch nur vorübergehend. Ja. Natürlich. Tanja, ich hab dich erst gar nicht gesehen. Kann ich schon verstehen. So klein bist du auch nicht. Nein, das meine ich gar nicht. Das hat wahrscheinlich mit dem Stress mit deiner Stiefmutter zu tun, oder? Du weißt davon. Muss verdammt wehtun. Ich hätte es viel früher sehen müssen. Ich wollte es wohl nicht wahrhaben. Sie ist positiv, jetzt bist du frei. Ja, frei. Ich kann tun, was ich will, hingehen, wo ich will. Ja, genau. Du kannst gehen, du bist in Rollstuhl los, das ist Wahnsinn. Ich freue mich auch jeden Tag. Was ist denn eigentlich mit Robert? Wieso? Na, wenn wir schon über Freude sprechen und Freude und Glück haben ja was miteinander zu tun, das ist doch deine große Liebe, oder? Kannst du doch nicht einfach so aufgeben. Tanja, Robert und ich, wir passen nicht zusammen. Ach, das ist doch überhaupt nicht wahr. Der war von der ersten Sekunde an sowas von verliebt, denn nicht. Der war noch nie so verliebt. Und dir ging's genauso. Jetzt ist aber alles anders. Miriam, ich will dich nicht nerven, aber bitte mach keinen Fehler. Würdest du das bitte mir überlassen? Nein, das überlasse ich dir nicht. Robert musste sich das auch anhören und jetzt bist du dran. Robert und du, ihr müsst um eure Liebe kämpfen. Tanja, du weißt nicht, wovon du sprichst. Aber natürlich. Ich meine, schau mal, die Beziehung zu Maike wäre auch was in die Brüche gegangen. Erst die Sache mit Marie, dann wollte ich mit Xaver ins Bett, weil ich unbedingt ein Kind wollte, weil Maike es nicht wegen seiner MS wollte. Ist ja auch egal. Wir haben füreinander gekämpft, wir haben das durchgestanden und wir haben es hingekriegt. Und jetzt kriegen wir ein Kind. Das freut mich für dich. Herzlichen Glückwunsch. Miriam, du und Robert, ihr dürft nicht aufgeben, bitte. Tanja, genießt du dein Glück mit Mike? Und ich genieße mein Glück mit Felix. Achtung. Nochmal. Frierst du? Ein wenig. Aber wir werden ja nicht den ganzen Abend hier draußen bleiben. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wieso? Ich wollte zum Eisangeln. Zum Angeln? Zum Eisangeln, ja. Das ist fantastisch. Auf dem zugefrorenen See zu sitzen und zu warten, bis die Fische anbeißen. Das ist sehr meditativ. Das baut Spannungen ab. Und da hinten steht irgendwo ein Helikopter, der uns jetzt nach Sibirien bringt oder was. Hier ist nicht meine Pfütze zugefroren. Nein? Wusstest du nicht, dass ich zaubern kann? Nein. Bitte, ich muss mich konzentrieren. Einen Moment Ruhe. Hey,
ist zwar kein Helikopter, aber ich hoffe, eine Feuerzangenbowle tut's auch. Bitte nehmen Sie doch Platz, Madame. Wow. Wow. Ich hab dir nicht erlaubt, dich zu setzen. Ich muss mit dir sprechen. Lass mich in Ruhe. Wenigstens 2 Minuten. Ich möchte dir was geben. Ich will nichts von dir haben. Das sollte eigentlich ein Geburtstagsgeschenk werden, aber ich nehme an, dass wir diesmal nicht zusammen feiern. Worauf du Gift nehmen kannst. Willst du es dir nicht wenigstens mal anschauen? Papa. Was soll das? Du willst mich wieder manipulieren. Es ist schade, dass du das so siehst. Dein Vater verbindet uns. Wir haben ihn beide geliebt. Du kannst doch gar nicht lieben. Alles in Ordnung? Was ist das denn? Haben Sie das mitgebracht? Okay, wenn Sie jetzt bitte gehen würden. Sie überschreiten Ihre Kompetenzen, junger Mann. Ich habe im Restaurant für Ruhe zu sorgen. Und jemand wie Sie, der auf Ärger aus ist, ist hier nicht erwünscht. Oder muss ich deutlicher werden? Bitte. Mäßigen Sie sich, ja? Meine Tochter wollte sowieso nicht mit mir speisen. Gar nicht mehr kalt. Was anderes hätte ich auch gar nicht verantworten können. Jagst du Frauen immer erst den Schrecken ein, bevor du sie überrascht? Wenn man durch die Hölle geht, dann kann man den Himmel umso mehr genießen. Also auf Himmel und Hölle. Eine Sternschnuppe. Wo? Komm, lass uns zum See gehen. Zum See? Ja, da haben wir einen besseren Blick auf den Himmel, dann siehst es du auch einen. Es ist unfassbar kalt und wenn ich keine sehe, dann... fange ich dir ein bisschen Kometenstaub ein. Ich musste Alfons die Wahrheit sagen. Na wunderbar. Jetzt wird es die Sonnenbüchlerin in der ganzen Welt rumtratschen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Alfons hat mir versprochen, Hildegard nichts zu sagen. Und du weißt, Alfons hält seine Versprechen. Denk an Alexander. Tja, das kann man nur hoffen. Aber Samia... Oh Gott, das arme Mädchen, eingesperrt wie im Gefängnis. Danke. Danke. Ja, was bleibt uns anders übrig? Solange sie keine Aufenthaltserlaubnis hat, dürfen wir kein Risiko eingehen. Da hast du dir ganz schön was aufgeladen, meine Liebe. Aber keine Angst, das schaffen wir schon. Danke für dein Verständnis. Sag mal, hast du bei den Behörden schon etwas herausgefunden? Also nichts, was uns wirklich weiterhilft. Und du? Entschuldigung, ich will nicht stören, aber man hat mich gerade des Restaurants verwiesen. Hast du das angeordnet? Nein, das muss ein Irrtum sein. Ich habe nichts dergleichen veranlasst. Es hätte mich auch gewundert. Ich bin schließlich ein zahlender Gast und möchte auch so behandelt werden. Herr Tarasch war wirklich unverschämt. Muss mit ihm reden. Bestimmt hat Herr Tarasch nicht ohne Grund so gehandelt. Er ist ein sehr loyaler und zuverlässiger Mitarbeiter. Jeder macht mal Fehler, nicht wahr, Werner? Barbara, es muss wirklich ein Missverständnis sein.
Aber Charlotte hat schon recht. Ohne Grund würde Herr Tarasch so etwas nicht tun. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mir das gefallen lasse. Das wird ein Nachspiel haben. Geräuchertes. Frisch vom Metzger heute. Das schaut aber gut aus. Tja. Das ist genau das Richtige nach so einem Tag. Was anstrengend heute? Nein, das Übliche halt. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie das mit der Polizei war. Was wollten die denn eigentlich? Ja, nichts Wichtiges. Die haben einen Pagen gesucht wegen einer Zeugenaussage. Alfons? Das ist doch noch nicht alles. Wieso? Naja, ich kenn dich doch. Wenn du so ein Gesicht machst, dann hast du Geheimnisse. Oder hast du wieder jemandem versprochen, dass du den Mund halten sollst, hm? Ja, und wenn's so wäre? Geht's um Charlottes Gast? Um Samir? Sagt denn sowas? Man kann ja schließlich eins und eins zusammenzählen. Und dann kommt man von ganz alleine drauf. Da schau her. Wenn jemand als Gast in ein fremdes Land kommt, dann will er was unternehmen, dann will er sich umgucken und diesen ganzen Tag auf ihrem Zimmer. Ja, Menschen sind halt verschieden. Soll ich dir mal was sagen, was ich glaube? Die ist illegal hierher gekommen. Und deshalb versteckt sie sich und deshalb war die Polizei da. Und das hättest du mir ruhig sagen können. Ja, aber du bist doch immer so für Recht und Ordnung. Im Gemeinderat hast du ja schließlich auch nichts durchgehen lassen. Sag mal, glaubst du, ich würde so einen Menschen anzeigen? Diese Entscheidung wollte ich dir ersparen. Natürlich bin ich nicht für krumme Sachen, schon gar nicht in der Politik. Aber deshalb bin ich doch keine Denunziantin. Ja, und was ist denn mit deinem Gewissen? Wenn jemand aus seiner Heimat flieht, dann ist er in Not. Und dann muss man ihm helfen. Das ist meine Hildegard. Du hast so ein großes Herz. Was ist denn jetzt mit der Polizei? Sind sie hier auf der Spur? Nein, natürlich nicht. Der Xaver hat sich versteckt und ich habe die Herren hinauskomplimentiert. Was hat denn der Xaver damit zu tun? Na ja, komm, ist ja auch egal. Hauptsache, das geht alles gut. Bist du jetzt enttäuscht? Warum? Weil ich keine Sternschnuppe gesehen habe? Ja, vielleicht hättest du einen Wunsch gehabt. Vielleicht. Aber ich glaube nicht an sowas. Ach, und ich laufe bei dieser Kälte extra zum See mit dir? Sei mir bitte nicht böse. Das bin ich nicht. Der Spaziergang war trotzdem schön. Weißt du, seitdem ich hier bin, spüre ich, wie sehr ich die Natur vermisst habe. Wieso? In London hast du doch den Hyde Park. Das ist aber nicht das Gleiche. Da gibt es keine Berge und da riecht es nicht so nach frischer Erde. Findest du nicht auch, dass es ein bisschen nach Frühling riecht? Ach, du willst doch nur, dass es wieder warm wird. Und ist das ein Verbrechen? Also, ich kann ja nicht ewig Feuerzangenbowle trinken. Stimmt, sonst rechnest du Miriam wahrscheinlich noch arm. So, da kann ich lange rechnen, bis das passiert. Weißt du, ich habe schon ewig nicht mehr so einen schönen Abend gehabt. Jetzt komm noch mal hoch. Also, falls es doch irgendwann mal Frühling wird, dann kann ich mich ja bei dir revanchieren. Großartig. An was hast du da gedacht? Wie wär's mit einer Radtour? Einer Radtour? Ja. Du willst aber erst nicht herunterfahren. Doch, das will ich. Oh mein Gott. Oh, nicht so schnell! Du wolltest doch, dass deine Haare im Wind flattern. Ja, ich nehm's zurück, Okay. Danke. Das war echt wunderschön. Du bist dir. Wunderschön. Nein. Doch, bist du. Robert? Was hast du? Nichts. Ist es wegen Miriam? Es tut mir leid.
Hey, das musst du nicht leid tun. Gefühle kann man nicht einfach so an- und ausknipsen. Dafür gibt es keinen Schalter. Nein. Aber das Leben wäre einfacher. Ach, jetzt stell dir doch mal vor, jeder könnte an diesem Schalter rumpummeln, wie er will. Das wäre das reinste Chaos. Grauenhaft. Dann lieber doch die hübsche, romantische Art und Weise. Also, man liebt, man leidet und immer so weiter. Bis irgendwann das Glück wieder an die Tür klopft. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Danke. Bitte. Komme. Du? Hast du jemand anderes erwartet? Wirklich? Aha. Sorry, die späte Störung, aber ich habe versprochen, dass ich dir das Fax heute Abend noch bringe. Manche Männer nehmen sich wichtig. Muss ich das jetzt auf mich beziehen? Wie kommst du denn darauf? Nur so, wegen deines Aussehens. Eigentlich würde ich dir jetzt ein Kompliment machen, aber ich glaube, das steht nur noch Werner Seifeld zu, oder? Das ist mir neu. Sicher? Niemand hat irgendeinen Besitzanspruch auf mich, auch nicht Werner Seifeld. Was ich mit wem mache, das ist doch ganz allein meine Sache. Verstehe. Und wie ist es mit dem Kompliment? Du siehst hinreißend aus. Ach, das ist alles? Das war eine schöne Idee mit den Kerzen und der Feuerzangenbowle. Ohne dich wäre sie lau gewesen. Ja. Also dann? Also dann, ich geh dann mal. Die ganzen Kerzen ausblasen. Mhm. Ja, aber ich muss jetzt nicht mitkommen, oder? Es ist echt kalt draußen. Nein. Verbrenn dich nicht. Ich versuch's. Träum süß. Ja, du auch. Als ich hierher zurückkam, das war auch nicht einfach. Und jetzt? Ist es jetzt besser? Mhm. Ich bin sehr froh, wieder bei meiner Familie zu sein. Das habe ich nur dir zu verdanken. Vor allem Robert. Wenn er dich nicht gesucht hätte. Er hat mir schon oft geholfen. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, damit er wieder glücklich wird. Dieses Haus aus Stein. Mir fehlt's, draußen zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass das schwer für dich ist. Aber du musst nicht für immer hier eingeschlossen sein. Tut mir leid, ich hätte nicht in dein Leben platzen dürfen. Red doch keinen Unsinn. Aber ich mache doch nichts als Ärger. Was ist, wenn die Polizei wiederkommt? Samia! Am besten, ich gehe zurück. Das ist doch keine Lösung. Aber was soll ich denn tun? Vor allem nicht verzweifeln. Hm? Ich finde einen Weg, damit du hier bleiben kannst. Ganz offiziell. Das verspreche ich dir. Thank you.
wenn Sie jetzt bitte gehen würden? Sie überschreiten Ihre Kompetenzen, junger Mann. Ich habe im Restaurant für Ruhe zu sorgen. Und jemand wie Sie, der auf Ärger aus ist, ist hier nicht erwünscht. Oder muss ich deutlicher werden? Bitte. Mäßigen Sie sich, ja? Meine Tochter wollte sowieso nicht mit mir speisen. Wein ruhig, mein Schatz. Auch wenn dieser Kerl keine einzige Träne wert ist. Miriam, ich liebe dich. Und wenn du dein ganzes Leben lang nicht aus diesem Ding hier rauskommen solltest, ist mir das egal, weil ich dich trotzdem lieben werde. Weißt du noch, was du damals zu mir gesagt hast auf dem Berg? Dass ich der wichtigste Mensch in deinem Leben bin und dass du immer auf mich aufpasst. Immer. Und ich hab gesagt, wie sehr ich dich liebe und dass ich keine Angst habe, wenn du da bist. Willst du es dir nicht wenigstens mal anschauen? Papa. Samir, hier ist Xaver. Kann ich reinkommen? Ja. Willst du verstecken oder was? Ich hab was gesucht. Kann ich helfen? Hab schon. Aha. Was machst du denn da? Wieso schläfst du auf dem Boden? Die Betten sind doch super. Zu weich für mich, da krieg ich kein Auge zu. Ach komm, hier schläft man noch wie auf Wolken. Ich bleib lieber auf der Erde. Aha. Andere Länder, andere Sitten. Wollen wir spazieren gehen? Du weißt doch, dass das nicht geht. Muss ja keiner merken. Die Polizei war schon da, meinetwegen. Ja, meinetwegen auch, aber mein Chef? Alfons? Ja, der weiß von nichts. Doch, Charlotte hat ihm alles erzählt. Einer mehr im Boot, okay? Du magst Frau Saalfeld gerne, hm? Bin froh, dass ich hier sein darf, auch wenn ich nicht raus kann. Oh Gott, das ist doch tierisch langweilig hier, oder nicht? Komm schon klar. Vielleicht hilft dir das. Was ist das? Tada! Chiemgau. Chiemgau, damit du ein bisschen was über unsere Gegend lernst. Das ist lieb von dir. Aha. und das? Das ist ein Puzzle. Was macht man damit? Das ist kein Puzzle, das ist ein Bild in 500 Einzelteile zerlegt. Ein Puzzle. Wozu? Damit man es nachher wieder zusammenlegt. Warum, aha, weiß ich nicht. Na komm, ich zeig's dir. So. Miriam, was verschafft mir die Ehre? Ich muss mit dir reden. Auf einmal? Hast du ein schlechtes Gewissen? Ich glaube, da verwechselst du was. So, tue ich das. Ich will, dass du den Fürstenhof verlässt.
Das lasse ich mir ja wohl kaum von dir vorschreiben. Deine Intrigen sind gescheitert. Was willst du hier noch? Du kannst nicht mehr gewinnen. Du bist wirklich eine reizende Tochter. Ich war nie deine Tochter. Wenn du nicht freiwillig gehst, werde ich dich zwingen. Das lasse ich mir nicht bieten. Nicht von dir. Erst zerstörst du mein Leben und dann das? Ich habe dein Leben zerstört? Das machst du doch selbst. Das kannst ja wohl auch nur du sagen. So verzogen, wie du bist. Deine Erziehung. Du hältst den Mund und hörst mir zu. Das bist du mir schuldig. Ich bin dir gar nicht schuldig. Wer hat sich 13 Jahre lang um dich gekümmert, ha? Sag schon. Und wer hat dich getröstet nach dem Tod deines Vaters? Obwohl du schuld warst? Ich war's. Das war ein Unfall. Du warst schuld und ich habe dir nie einen Vorwurf gemacht. Ich hätte mich nicht kümmern müssen. Aber du warst hilflos. Du warst ein hilfloser Krüppel und ich wollte dich nicht im Stich lassen. Das war doch nur wegen des Testaments. Du wolltest die ganze Zeit mein Geld. Das ist doch Blödsinn. Es war doch völlig klar, dass du irgendwann heiratest. Und was bleibt für mich? Gar nichts. Ach, mir kommen die Tränen. Miriam, es gab eine Menge Männer, die mich heiraten wollten. Und ich habe die alle abgewiesen. Weißt du auch warum? Bestimmt nicht wegen mir. Nur deinetwegen. Du willst dich nur ausreden. Die ganze Zeit wolltest du mir nur schaden. Ich höre mir diesen Mist nicht länger an. Du bleibst gefälligst hier. Mit dir bin ich noch lange nicht fertig. Genau. Miriam von Heidenberg und Felix Tarasch. Es geht um den Trautermin. Könnten Sie dem Standesbeamten bitte ausrichten, dass ich mich um circa 20 Minuten verspäten werde? Ja, 20 Minuten. Gut, danke. Bruderherz, was ist los? Du siehst gestresst aus. Ja, ich bin in Eile, ich muss ins Dorf. Ah, und wo steckt Miriam? Die wollte noch mal mit Barbara sprechen. Hältst du das für eine gute Idee? Ich wollte sie davon abhalten, aber sie hat darauf bestanden. Ja, wahrscheinlich will sie reinen Tisch machen. Ja, vielleicht. Weißt du, ich habe Angst, dass sie eher nicht gewachsen ist. Hey, jetzt unterschätzt mal deine zukünftige Frau nicht, hm? Stimmt, hast recht. Also. Apropos zukünftige Frau. Was ist denn jetzt mit eurer Hochzeit? Wann findet sie statt? Es tut mir leid, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe mich jetzt wohl verhört, oder? Nein, Schwester, jetzt bitte sei mir nicht böse. Aber Miriam und ich haben das so beschlossen. Was soll ich denn jetzt davon halten? Victoria, bitte. Nein, nicht jetzt. Vertraust du mir nicht? Ja, ist ja schon gut. Ihr wollt es geheim halten, damit nicht wieder was schief geht, hm? Genau. Du bist entschuldigt. Hey, warte mal. Die Feier wird nach der Hochzeit nachgeholt. Okay? Und wehe, du kommst nicht. Da habe ich schon jemals eine Party ausgelassen? Wo warst du eigentlich gestern Abend? Warum willst du das wissen? Du strahlst so. Ich habe meine Geheimnisse und du deine. So einfach ist das. Danke. In deiner Welt gibt es nur Schwarz und Weiß. Nur die Guten und die Bösen. Und du gehörst selbstverständlich zu den Guten, stimmt's? Worauf willst du hinaus? Glaubst du wirklich, dass du nett zu den Leuten bist? Dass du sie gut behandelst? Das ist ein fürchterlicher Irrtum, Miriam. Und das von dir? Was weißt denn du schon von den Menschen? Von ihren Nöten, von ihren Leidenschaften. Du siehst nur das, was du sehen willst. Und wer nicht in dein kleinkariertes Schema passt, den lässt du fallen. Das stimmt nicht. Ach ja? Und was war mit Maxim? Der hat einen Fehler gemacht. Einen Fehler. Und schon muss er dran glauben, so wie ich jetzt. Und dein Robert? Den du so geliebt hast. Miriam, das kann nicht stimmen. Wahre Liebe, die verzeiht. Und genau das kannst du nicht. Felix sollte am besten gleich seine Sachen packen. Selbst wenn ihr jetzt heiratet. Wenn er nur einen Fehler macht, dann... Miriam, sei ehrlich. Sei endlich mal ehrlich zu dir. Du hast kein Herz. Okay, um was geht's? Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss zurück in die Küche. Bitte warte kurz, Xaver müsste gleich kommen, okay? Ah. Was ist denn hier los? Ja, das wüsste ich auch gern. Sei doch nicht so neugierig, erfährst schon noch. Ach, weißt du schon wieder mehr als ich, ja? So, jetzt bitte zuhören. Also, Mike und ich, wir haben etwas Wichtiges zu verkünden. Soll ich jetzt? Ja, natürlich. Gut. Also ist es euch ja bestimmt schon aufgefallen, dass Mike und ich sehr glücklich miteinander sind. Und du, gell? Und es gibt natürlich auch einen speziellen Grund noch dafür. Und weil ihr unsere Freunde seid, wollen wir den euch nicht länger vorenthalten. Also, die Sache ist die. Wir bekommen ein Kind.
Und ich habe schon gedacht, es wäre was Schlimmes. Das dachte ich auch. Dafür lasse ich die Küche gerne sausen. Tanja, ich gratuliere Ihnen wirklich. Es freut mich so sehr, weil so ein Kind ist wirklich ein ganz besonderes Geschenk. Danke, Sonnenbichler. Und Mike, passen Sie gut auf Sie auf. Ja? Aber natürlich, was denken Sie denn? Da habe ich vor ein paar Tagen noch mit Franz telefoniert. Er hat nichts gesagt. Kein Sterbenswörtchen. Er weiß auch noch nichts. Und Mamita habe ich auch noch nichts gesagt. Das wird aber jetzt allerhöchste Zeit. Ja, ein Geheimnis weniger. Da bin ich ja froh, dass ihr noch die Kurve gekriegt habt. Oh ja, ich auch. Endlich ist euer Glück perfekt. Super. Ich danke dir, Xaver. Danke. Das hast du doch schon wieder vor mir gewusst, oder? Und warum erfahre ich da nichts? Habt ihr doch schon gesagt, wenn ich schweigen will, kann ich's auch. Allmählich glaube ich's fast. Also. Oh. Auf Tanja. Auf euch. Ja. Ich bin wirklich froh, dass es jetzt endlich raus ist. Oh, siehst du, Engelchen, alle freuen sich auf dich. Auf das Engelchen. Ja. Auf das Engelchen. In deiner Welt gibt es nur Schwarz und Weiß. Und wer nicht in dein kleinkariertes Schema passt, den lässt du fallen. Du hast kein Herz. Werner Saalfeld hat angebissen. Und auf eine Ménage à trois habe ich wirklich keine Lust. Du räumst freiwillig das Feld. Was war zwischen Ihnen und Miriam? Wie darf ich Ihre Frage verstehen? Wörtlich. Sag mal, ist das deins? Nein, das gehört an Mike. Aber er will's verkaufen. Ich sollte ein paar Kopien für ihn aufhängen. Das aber nicht. Nein. Gefallen tät's mir schon. Vielleicht kaufe ich sie. Gibt's irgendwelche Hinweise? Was war das für ein Fahrer? Was war das für ein Auto? Das Kennzeichen? Ich hab sie angefahren. Du?